Ja, natürlich würden wir die vermissen, aber nochmal, wir beide wollen uns da momentan einfach auch raushalten und da irgendwelche Prognosen, irgendwelche Vorlieben abgeben. Das ist für alle, und da fühle ich momentan gerade ganz gewaltig mit den Verantwortlichen dort, ob das die Trainer sind und ob das die Geschäftsführer oder Sportdirektoren sind, die jetzt an einem, so einem Donnerstag nicht so locker flockig hier sitzen wie wir beide, sondern da wirklich zwei, drei ganz, ganz harte Tage noch haben werden. Und da fühle ich auch ein bisschen mit. Und aus Respekt über diese Situation wünschen wir allen alles Gute, auch denjenigen, die es vielleicht erwischt. Ich habe Respekt von allen Nordmannschaften, Vereinen. Und wenn ich jetzt wünsche eine und das heißt, ich sofort gegen andere, das ist auch stimmt nicht. Ich wünsche alle ja, viel Erfolg, viel Glück diese letzte Spieltag. Ich habe schon auch früher gesagt, dass für mich wichtig, dass Sportprinzipien natürlich gehört dazu Glück und Pech. Aber das ist genauso, das ist was jeder Zuschauer, jeder Fan wollte sehen und wartet im Stadion. Und das ist deswegen, wir sind hier im Fußball und Fußball ist das unsere Leben. Und deswegen, ich wünsche allen und ich habe keinen Favoriten und genauso habe ich keinen Verein, wo ich sage, dass ich hasse dieses Verein. Überhaupt nichts.